Damit herzlich willkommen zu meinem ersten großen Let's Play auf diesem Kanal. Mit dem Johnny, wie ihr wahrscheinlich schon seht, handelt es sich um Spec Ops The Line. Ein Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2012, glaube ich. Ja, der eigentlich sehr gut ist. Also mir hat er sehr gut gefallen. Also ich habe ihn schon mal durchgespielt, aber es ist halt schon eine Weile her. Und ich fand den einfach nur grandios und habe mir gedacht, mache ich mal ein Let's Play daraus. Ich kann mich auch nur noch schwammig an die ganze Sache erinnern, also kaum noch an was. Und ja, fangen wir mal ein neues Spiel an. Ja, Speicherfunktion. Sehen wir mal, wenn der Kreis sich dreht. So, Kampagne. Neues Spiel. Wie ihr seht, ich habe das schon mal durchgespielt am 26.12. hatte ich schon mal. Ja, und dann legen wir jetzt ein neues Spiel an. Ja. Auf Kampfeinsatz. Also das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Das ist so, den muss man erst, glaube ich, freischalten. Ja, wenn man das auch, also es gibt halt leicht, normal, schwer halt hier. Und man muss erst das hier geschafft haben, um den freizuschalten. Aber wir spielen auf normal, das ist Kampfeinsatz und legen los. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsamer durchhalten. Hast du den Verstand verloren? Komm her. Hab ihn. Das war nicht der Letzte. Ich sehe sie. Okay, das Spiel beginnt mit einem Shooter-Paar mit einer Minigun-Passage. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich im Video versteht, da das relativ laut ist. Ja, das nenne ich meinen Einstieg in das Spiel, ne? Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen leise war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man mich im Video eh nicht verstanden hätte. Frühjahr. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai, habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt.
Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Oben links in der Ecke. Geil, dass da der Spielername angezeigt wird. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Okay. Zielvorrichtung checken. Ja, klasse. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Klassisches Third-Person-Spiel. Third-Person-Spieler. Decken, zielen. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Aber ein sehr schönes, finde ich. Also, ich habe jetzt erstmal bis auf die Schatten alles auf Maximum gestellt. So, sieht schon geil aus. Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Da auch noch was? Ha. Könnte schwören, ich habe wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Vorne ist gerade irgendwas umgefallen. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für 3 eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Die kleinen Ruckler zwischendurch, sorry, da haben wir uns ändern. Das liegt an Fraps. Ich weiß auch nicht, wie ich das beheben kann. Der Versuch
eine Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Bitte, der Leib hat so ein Bullshit, ernst zu sein. Zu viele. Was? Wir kehren um. Ja, das ist es. Hier spricht Colonel John Conrad. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker. Sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Boschenunji, Markov mit seinem Amreich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkommen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Alter. Verdammt, wir sind die Kerle. Flüchtlinge, Überlebende des Sturms. Ist doch gut. Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Nur zu, die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst. Da links über die Düne kommt noch mehr. Alter, zeig sie mir vom Leib, ich rücke vor. Noch wo? Nee. Und. Wow. Walker, wir sind in Position. Erwarten deine Befehle. Alter. Nicht cool. Walker, wir haben nicht ewig Zeit. Verziehen wir uns das endlich. Maus hat damit gemeint. Na los! Verstanden! Räumen! Feind auf Boden! Es geht! Los! Boah! Los, weiter! Hinten raus! Nimm die Mikro-SMG mal lieber mit statt die Pistole. Ne, mit E war ja was. Granate! In Deckung! Wo steckt er? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Ja! Genau! Rücke vor! Auf jeden Fall, aber hallo! Oben auf dem Bus! Schalt ihn aus! Der wurde zerfetzt. Rüber zu dem Container! Walker, die Tür! Oh, mein Gott! Jawoll! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Eine Explosion. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Stärke! Scheiße, Marston hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Vorsicht, Kontakt! Ja, okay. Aber ich fühle mich hier eigentlich nicht ganz geil. Scheiße, die Kerle gibt nicht nach!
mal da oben raus. Feuert auf sein Ziel! Alles klar, ich hab ihn! Tango ausgeschaltet! Bleib liegen! Fahre nach! Tango neutralisiert! Wo? Oh, da oben. Hier lang. Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Wir sind doch auf dem Weg. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie gesagt, gegen diese Rupter. Aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Gegen diese Rupter weiß ich nicht, was ich machen muss. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Aber jemand nicht. Gute Idee. Kriegt sie, bevor sie uns sehen. Können, wäre ich sehr verbunden, wenn er mir die verraten würde. Ziel ist tot. Ziel wird eliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Muss nachladen. Kontakt! Ich sag doch! Sackfläche! Sie sind in Deckung! Lugo, ich brauche Position! Jetzt pass mal Gott auf! Ziel ist tot. Hab ein! Augen auf! Halt mit Schrotflinte! Zusicht! Keiner. Feind bewegt sich! Sie sind da drüben in Deckung! Oh, Scheiße! Da kommt noch mehr, Alter, aus dem Heck raus! Sie haben sie getötet! Bringt ihn um! Hab einen! Nur mal die Waffe. Das ist die SMG. Oh, 9 mm. Alter. Ich glaube, unterwegs! Die sind im Flugzeug! Ja. In Deutschland! Die können überall sein! Alter, Deckung! Ich blockiere! Gib mir Deckung! Scheiße! Also AK wechseln. Ich hab mehr Muni. Los, Mann! Ich geb dir Deckung! Einer. Folgt ihnen! Wir kommen! Haltet durch! Vorsicht! Schrotflint im Anmarsch! So. Alter! Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist.
Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Kapitel 2. Die Düne. Aber, ich würde sagen, das reicht uns jetzt auch erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder und ciao. Achso, und falls ihr euch fragt, was mit One Late Tonight ist, ja, das kann ich leider nicht fortsetzen, da das Speichersystem Schrott ist. Also von dem Spiel. Da, wenn man nämlich speichert, dann speichert ja die ganzen Aktionen nicht. Und man startet praktisch wieder neu. Und das macht dann auch keinen Sinn, wenn ich jedes Mal wieder neu spielen muss. Das macht mir selbst keinen Spaß. Das macht ja auch bestimmt auch keinen Spaß, weil ich mich hier noch nicht mehr erschrecke und alles. Aber vielleicht, wenn sobald das gefixt wird mit dem Speichern, werde ich das wieder machen. Solange beschäftigen wir uns erstmal mit Spec Ops The Line. Okay, dann schaut in der nächsten Folge wieder rein oder in einem anderen Video, zum Beispiel VR Player oder so. Und ciao.